Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder ein Buch bekommen vom CBT Verlag als Rezensionsexemplar. Ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich dafür und zwar ist es das hier, 1000 Nächte aus Sand und Feuer von Emily Kate Johnson, wie gesagt aus dem CBT Verlag, ist ein Hardcover und hat 361 Seiten, kostet 16,99 € in Deutschland und 17,50 € in Österreich und das möchte ich heute rezensieren. Es geht in diesem Buch um ein Mädchen, dessen Namen überhaupt gar nicht genannt wird, aber ihre Geschichte ist wieder mal an die von Scheherazade angelehnt. Also sie wird mit dem König, Sultan, was auch immer, verheiratet, der jedoch dafür bekannt ist, dass er sich sehr oft neue Frauen holt, also heiratet und dann sehr schnell darauf sie umbringt. Und sie möchte ihre Schwester retten, die sie für halt die nächste Frau hält, weil sie halt so hübsch ist, dass irgendwie klar ist, dass sie wahrscheinlich ausgesucht wird. Und deswegen möchte sie an ihre Stelle treten, was ihr auch gelingt. Und dann versucht sie natürlich, den König, den Sultan, so lange hinzuhalten, dass sie halt nicht stirbt. Versucht auf jeden Fall am Leben zu bleiben und das mit Geschichten von zu Hause, von ihrer Schwester, wie alles so ist, da wo sie lebt, weil es ja ganz anders ist als am Hofe. Und ob ihr das gelingt oder nicht, müsst ihr selber lesen in diesem Buch. Mehr sage ich dazu auch nicht. Ich habe es gelesen, ich habe letztendlich 3 Sterne dafür vergeben. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, kein Buch für jedermann. Also mir hat es relativ gut gefallen, auch wenn ich mir hier und da ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Handlung gewünscht hätte, weil man muss sagen, es ist wirklich sehr ruhig. Wenn man irgendwie nur die Handlung beschreiben will, dann passiert da nicht wirklich viel. Es passiert am Anfang so ein bisschen was ich gerade beschrieben habe, und am Ende kommt dann halt was. Aber so zwischendurch passiert nicht wirklich was. Es gibt viele Gedanken, es wird viel nachgedacht über Gott und die Welt und darüber werden die Gedanken halt aufgeschrieben in einem Schreibstil, das mir sehr gut gefallen hat, aber dass viele altertümliche Wörter beinhaltet und ein bisschen so gestelzt ist. Also es ist auch nicht für jeden was. Ich mochte den Schreibstil gerne, weil er halt was anderes war und mich gut in dieses orientalische Feeling eingeführt hat. Aber ich glaube auch nicht, dass das für jeden was ist. Deswegen verlinke ich das Buch auf jeden Fall in der Infobox. Lest selber mal in die Leseprobe rein oder so. Es ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Es ist gewöhnungsbedürftig. Man sollte es, glaube ich, vorher ausprobieren, bevor man das Buch kauft. Und wie gesagt, die Geschichte ist sehr, sehr ruhig, sehr nachdenklich, fast schon philosophisch. Deswegen habe ich hier auch ein paar Post-its reingeklebt, weil da ein paar Gedanken so über, sie nennt das Skeptiker ist. Aber ich habe das so auf mich und meine Erfahrungen mit den Philosophen und dem Philosophiestudium übertragen. Und das passt wirklich sehr gut. Deswegen hat mich das halt so ein bisschen angesprochen, weil es halt auf mich irgendwie passt. Wegen dem Philosophiestudium, das hier halt auch als Skeptizismus angesprochen wird und behandelt wird und darüber viel, viel nachgedacht. Und das passt wirklich gut und es gibt auch so Gedanken über Götter und sowas, was ich auch sehr interessant fand, aber man muss das einfach mögen. An Handlung, wie gesagt, ist nicht viel, das sollte man nicht erwarten. Das ist hier kein Action-Spektakel. Es gibt natürlich am Ende das gewohnte Ende mit so ein bisschen Action, aber das war auch nicht zu 100% richtig. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell und man hat nicht alles verstanden. Also ich habe bis heute, bis jetzt, wo ich es schon beendet habe, noch Fragen, wie was abgelaufen ist und wie das jetzt da genau passiert ist. An einer Stelle hatte ich wirklich das Gefühl, was verpasst zu haben und ich habe diese Stelle, ich glaube, 3 oder 4 Mal gelesen und bis zum Schluss nicht verstanden, was da eigentlich gerade passiert ist. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das Wichtige irgendwie übersprungen wurde oder nicht so richtig erzählt wurde. Auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden, wie genau das jetzt verstanden gegangen ist. Aber ja, es gibt so diesen magischen Touch da drin. Also es ist schon so ein bisschen Fantasy-mäßig auch. Und das fand ich sehr interessant. Aber wie gesagt, bis zuletzt wurde das nicht komplett erklärt. Es gibt so Vermutungen und so kleine Andeutungen. Aber es wurde nicht richtig herausgestellt, wie genau das ist und wie genau das funktioniert. An sich, wie gesagt, das ist reine Geschmackssache. Wenn ihr was zum Nachdenken wollt, was Philosophisches, was Atmosphärisches, aber etwas, wo ihr wisst, dass da nicht viel passiert und dass der Schreibstil halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dann wird dieses Buch euch wirklich
gut gefallen, würde ich mal sagen. Wie gesagt, lest die Leseprobe. Aber wenn ihr so ein typisches Jugendbuch mit Action und Liebesgeschichte und sowas alles erwartet, dann seid ihr hier in der völlig falschen Adresse. Denn ich muss auch sagen, dass hier Liebesgeschichte gibt es einfach nicht. Gibt es wirklich nicht. Liebe kommt vor, aber vor allem Familienliebe, also die Liebe zu ihrer Schwester, weshalb sie das alles macht. Aber so eine richtige Liebesgeschichte gibt es hier nicht. Die wird zwar verheiratet und da lernt man sich auch mal kennen und so, aber so eine richtige Liebesgeschichte ist das nicht. Deswegen erwartet auch das hier nicht. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Wenn ihr was zum Nachdenken wollt, etwas, das nicht ganz so tiefgehend ist wie bei Erwachsenenliteratur vielleicht, aber das auch nicht so seicht ist und actionmäßig, dann seid ihr hier ganz gut dran. Aber wenn ihr halt was Spannendes sucht, ist das hier nicht euer Buch. Von daher schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Buch in die Kommentare, jetzt nach dem, was ihr gehört habt oder ob, wenn ihr es selber gelesen habt. Auch ich habe ja schon den ein oder anderen Kommentar bei Goodreads und so gelesen und es war wirklich gemischt, die Meinung zu diesem Buch. Deswegen würde mich auch eure Meinung sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video wieder. Bye, Leute.